Also mal die Frage in die Runde, mag da irgendwer von Erfahrungen berichten, persönlichen Erlebnissen, wer hat schon mal, wer hat noch nicht, wer es sagen will, vielleicht der Anne, wollen Sie anfangen? Ja, ich gebe es zu, ich habe diese Erfahrung ungefähr seit 35 Jahren. Ja, also ich kann eigentlich mehr darüber erzählen, bis der Abend lang ist, glaube ich. Ich habe so meine Erfahrungen damit gemacht, sowohl im Missbrauch wie auch im Gebrauch, also im medizinischen Gebrauch. Und ja, da brauche ich spezielle Fragen, wenn ich da jetzt was zu sagen soll. Ja, die erste spezielle Frage ist eh gleich die, bei Cannabis wird immer behauptet, es ist eine Einstiegsdroge und vermittelt sozusagen den Markt, dass man zu härteren Drogen dann einmal später greifen kann, wenn man in den richtigen Kreisen sozusagen auch drinnen ist. Warum sollte man Ihrer Meinung dann überhaupt Cannabis legalisieren, wenn es dann doch der Einstieg ist zu härteren Drogen? Gut, ich denke mal, erstmal ist das dahingestellt, dass es eine Einstiegsdroge ist. Also für mich ist die Einstiegsdroge Tabak und Alkohol. Und wenn man davon den Markt befreien könnte, was man nicht kann, dann wäre das so. Aber ich sehe Cannabis nicht als Einstiegsdroge. Weil ich glaube, jeder, der schon mal Cannabis konsumiert hat, der wird vorher schon mal Tabak oder Alkohol genommen haben. Die wenigsten werden sofort nach Cannabis greifen. Einstiegsdroge sagt man ja deshalb, weil wir das eben noch nicht legalisiert haben, müssen die Leute, die es gerne mal probieren möchten, wollen, mitgezogen werden, wie auch immer, meistens auf den Schwarzmarkt. Also der Schwarzmarkt ist nicht ehrlich. Und der Schwarzmarkt hat natürlich noch andere Drogen zur Verfügung. Und deswegen nennt man dann Cannabis die Einstiegsdroge, weil man vielleicht nach Cannabis fragt und auch Koks angeboten bekommt oder so, ja. Von daher ist es für mich sehr wichtig zu sagen, nee, genau aus diesem Grund müssen wir nämlich legalisieren, damit wir unsere Leute, ich will jetzt mal gar nicht nur von Jugendlichen sprechen, sondern eher von Erwachsenen, von mündigen Erwachsenen, dass die nicht mehr auf dem Schwarzmarkt müssen. Sie haben den Schwarzmarkt angesprochen, da darf ich gleich an die überleiten, Wolfgang. Also eben die Vorzüge, wenn man es legalisieren würde, würde man diesen Schwarzmarkt umgehen, der aktuell aufgrund des Verbots existiert. Es könnte ja die Qualität von Drogen besser überwacht werden, was ja auch immer wieder kritisiert wird, dass Cannabis ganz anders gemischt wird durch die Illegalität. Und es könnte ein besserer Jugendschutz gewährleistet werden, wenn man das Ganze überwachen könnte in einem öffentlichen Markt. Wie stehst du dazu, Wolfgang? Also ich muss mich jetzt auch zu Beginn einmal outen als Nicht-Experte. Ich habe noch nie gekifft. Und ich finde die Diskussion deshalb nach wie vor sehr eigenartig. Ich gebe Ihnen schon recht, dass Alkohol und Nikotin durchaus Drogen sind und dass es hier in vielfacher Weise auch zu Drogenmissbrauch im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Jetzt gelingt es uns aber mittlerweile als Gesellschaft, und da bin ich sehr stolz, gerade auf junge Menschen in unserem Land, dass man zumindest einmal beim Autofahren ein höheres Bewusstsein schaffen konnte, als das zum Beispiel noch in meiner Jugendzeit war, wo es ungeheuer viele junge Leute gegeben hat, die wirklich voll angesoffen Auto gefahren sind. Und das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren erfreulicherweise reduziert. Es fahren noch immer viel zu viel betrunken, aber man muss wirklich sagen, da fahren hauptsächlich dann eben durchaus auch ältere Semester, die betrunken fahren, und bei jungen Menschen hat es da eine Veränderung gegeben, die sehr, sehr positiv ist. Es ist uns zweitens als Gesellschaft gelungen, dass wir auch beim Rauchen hier wesentliche Einschnitte gemacht haben. Dass man also im öffentlichen Bereich oder in öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen darf, dass dem Raucherschutz dem Nichtraucherschutz eine wesentlich höhere Bedeutung zugekommen ist. Stichwort Verbot des Rauchens in der Gastronomie. Also auch da haben wir Schritte gesetzt, um hier dem Konsum sozusagen entgegenzuwirken. Und ich persönlich bin schon der Meinung, wenn ich eben nicht mehr überall rauchen kann, dass das auch dem einzelnen Raucher hilft, weil er automatisch dadurch höchstwahrscheinlich auch zumindest weniger raucht. Und all diese positiven gesellschaftlichen Entwicklungen jetzt mehr oder weniger dazu konterkarieren, dass man sagt, man legalisiert
Cannabis. Und das geht dann in die Richtung, dass man dann sagt, ja, dann gibt es am Schwarzmarkt nicht unter Umständen gesundheitsschädlichere Drogen. Das ist für mich irgendwo pervers, denn eine gesündere, krankmachende Droge auf den Markt zu bringen, ist trotzdem für mich kurios. Und daher bin ich gegen eine Legalisierung. Und da sind wir gleich beim Thema Gesundheit, was, glaube ich, gerade sehr passend ist für unseren dritten Diskussionspartner. Herr Dr. Jatzti, in Deutschland hatten also zu Beginn der 80er Jahre 17% Cannabis-Erfahrungen gemacht und heute, 40 Jahre später, sind es über 30%. Welchen Wandel kann man da in der Bevölkerung auch vernehmen? Das ist eine gute Frage, das ist keine medizinische Frage, die Sie mir da stellen. Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass das manche Drogen im Laufe der Zeit einen immer besseren Ruf genießen und andere wiederum einen immer schlechteren Ruf. Das beeinflusst ganz stark, wie viele Menschen welche Droge konsumieren. Zum Beispiel Cannabis hat es die letzten 20 Jahre oder sagen wir die letzten 10 Jahre wieder massiv zugelegt im Sinne eines positiven Images. Also das heißt, es ist gut gegen alle möglichen Erkrankungen und es schadet ja gar nicht und es macht nicht süchtig und ist sehr viel besser wie Alkohol und so weiter. Und auch die Verfügbarkeit von Cannabis ist größer geworden und das ist der zweite Punkt, die Menschen konsumieren das, was verfügbar ist. Und Cannabis ist einfach heute verfügbarer. Es hat unterschiedliche Ursachen, als es früher war. Es gibt auch den umgekehrten Trend, wurde schon angesprochen, zum Beispiel bei Zigaretten. Zigaretten haben hat die letzten 20 Jahre massiv an Image verloren. Na, vor 20 Jahren war es doch cool, da hat jeder Schauspieler im Film geraucht, der so cool war. Mittlerweile tun die coolen Schauspieler nicht mehr im Film rauchen, sondern nur die Bösewichte, um zu zeigen, dass sie eigentlich böse sind. Also das heißt, je nachdem, welches Image eine Substanz hat, egal ob es legal oder illegal, und je nachdem, wie verfügbar eine Substanz ist, konsumieren Menschen mehr oder weniger. Und beim Cannabis bin ich bei Ihnen, da ist eindeutig in ganz Europa ein Aufwärtstrend derzeit da. Wird es je eine drogenfreie Gesellschaft in Österreich geben? Wie denken Sie darüber? Ich gebe das ganz kurz in die Runde als Blitzlicht. Ist das eine Vision, die umsetzbar ist? Wenn wir von Drogen sprechen, sprechen wir in dem Fall auch von Tabak und Alkohol. Also das heißt, medizinisch gesehen ist es ja alles Drogen, egal ob legal oder illegal. Dann sage ich eindeutig nein, weil für das menschliche Belohnungssystem im Gehirn sind Substanzen, die sozusagen kurzfristig einen Kick auslösen oder kurzfristig glücklich machen oder auch kurzfristig beruhigen, eine derartige Verlockung, dass es definitiv keine jemals irgendwo auf der Welt, egal wo, eine Gesellschaft geben kann, ganz ohne Drogen. Die Frage ist nur, welche Drogen, und legal oder illegal, wie viele konsumieren es, wie aufgeklärt ist die Gesellschaft, das ist die Frage. Weil unter dieselbe Kategorie fallen ja auch so Dinge wie Glücksspiel zum Beispiel. Auch Koffein könnte man überlegen, ob Kaffee auch schon da hineinfällt und so weiter. Ja, auch Zucker gehört dazu. Ja, wird es eine drogenfreie Gesellschaft geben? Ich glaube niemals, egal in welchen Ländern, auch nicht in Österreich oder irgendwo. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir in einer immer schnelleren, wahnsinnig machenden Gesellschaft leben, wo die Leute einfach mal Entschleuniger brauchen. Und ich weiß nicht, ob man spricht immer so über Drogen und da wird schnell alles in einen Topf geworfen und ich finde, wir müssen das viel mehr auseinander dividieren, auch mit dem Autofahren. Da gibt es natürlich, hat der Mann da recht, aber da geht es doch einfach nur um Grenzwerte wie beim Alkohol auch, was einfach vernünftig geregelt werden muss, sodass sich da jeder dran halten kann. Verbote haben seit 50 Jahren nichts gebracht. Das ist einfach nachgewiesen. Nur weil ihr das verbietet, nehmen jetzt nicht weniger Leute Drogen. Und das sollte doch euch zu denken geben. Da muss man doch sagen, ja, wir müssen da mal anders denken. Ich sage ja nicht, was ist überhaupt eine Legalisierung? Worüber reden wir? Was heißt für euch Legalisierung? Dass jetzt jeder im Kaufhaus Cannabis kaufen kann? Nein, das ist nicht eine Legalisierung, sondern wir müssen ja eigentlich über eine Regulierung sprechen und nicht über eine Legalisierung. Eine Regulierung heißt für mich, vernünftige Wege finden, unsere Jugend zu schützen und erwachsenen Menschen das auch zu erlauben, das als ihre Feierabenddroge wie Alkohol zu benutzen. Darf ich da gleich die Nachfrage stellen, wie sehen Sie die Möglichkeit, dass man abseits von einer Legalisierung es möglich macht, dass man dieses Geschäftsfeld für Kriminelle, das ja aktuell am Schwarzmarkt der Fall ist, das ist ja quasi wie ein Monopol, wo man die Preise in die Höhe treiben kann und die Konkurrenz ganz leicht verdrängen kann,
gibt es andere Möglichkeiten als eine Legalisierung, wie man diesen Markt besser in der Hand haben kann? Ich sage mal so, es gibt Legalisierungsmodelle, deswegen rede ich ja von Regulierung. Ja. Es gibt, wie sie jeder zum Beispiel aus Amsterdam kennt, das sind normale Coffeeshops, die davon zum Beispiel nur 18 betreten. Das heißt, es sollte keine öffentliche Werbung dafür geben. Und es sollte auch verboten werden, wie bei Tabak auch. Ja. Aber man kann es zum Beispiel in Cannabis-Social-Clubs realisieren. Man kann das in Apotheken realisieren für die Leute, die es wirklich nur medizinisch nutzen wollen. Man kann Begleitstuben machen. Es gibt auch für Heroin. Ich bin jetzt kein Befürworter davon. Aber auch da gibt es Stuben, wo die Leute einfach sicherer unterwegs sind, wo sie nicht mehr Krankheiten, dreckige Nadeln benutzen müssen und so weiter. Und das finde ich einfach viel wichtiger in dem Moment, als zu sagen, na, gibt's nicht, verbieten. Und die tun so, wenn ich jetzt ein Verbot ausspreche, als wenn es es dann nicht mehr geben würde. Und das ist nicht so. Wolfgang, wie siehst du das? Einerseits die Frage aus dem Publikum, ob es jemals eine drogenfreie Gesellschaft geben wird. Und andererseits auch das Thema, was vorher schon angesprochen worden ist auch mit der Zusammensetzung der Drogen durch den Schwarzmarkt. Da hat es einen Drogenbericht in Österreich gegeben, wo gezeigt wurde, dass 20% der Party-Szene-Drogen gesundheitlich besonders bedenklich sind. Und das Thema Apotheken und offizielle Verkaufsstellen ist angesprochen worden. Wäre das ein Denkansatz, wie man das sozusagen auch regulieren könnte, bevor man es legalisiert? Also ich fange bei der ersten Frage an. Ich denke ja, dass es eine völlig drogenfreie Gesellschaft nicht geben wird. Da bin ich völlig bei meinen beiden Vorrednern. Aber ich glaube, der Ansatzpunkt muss dort sein, dass wir möglichst früh in der Schule, in der Familie Menschen zu einer hohen Eigenverantwortung erziehen und dass jeder für sich selbst dann auch viel, viel bewusster entscheiden kann, was er macht und was er eben nicht macht. Und es gibt eben da für mich auch bestimmte Grenzbereiche, wo ich dann sage, in diesen Grenzbereichen ist es dann notwendig, dass von staatlicher Seite auch eine klare Grenze, nämlich zum Beispiel ein Verbot, gezogen wird. Ich bin zum Beispiel auch extrem skeptisch, wenn wir weiche Drogen, sag's jetzt einmal so, legalisieren oder wie Sie sagen, regulieren, dass der Schwarzmarkt damit total verschwinden würde. Denn was bedeutet denn das in weiterer Linie? Ist dann der Preis reguliert? Und wenn ich mir die Drogenmafia weltweit anschaue, dann bin ich ziemlich überzeugt, dass die innerhalb kürzester Zeit wiederum Wege finden würden, um neuerlich ins Geschäft zu kommen. Und ich glaube daher, dass es zu keiner Verbesserung bei einer Legalisierung oder Regulierung kommen würde. Also die derzeitige Regelung beibehalten? Aber die Konsequenzen sehr niedrig sind, was ja oft kritisiert wird, gerade aus Polizeikreisen immer wieder, dass man, und auch natürlich von den Konsumenten, dass man kaum was zu befürchten hat, wenn man erwischt wird. Naja, die Frage ist immer, wenn man erwischt wird, natürlich geht es dann auch darum, ist es im Interesse des Staates an jungen Menschen, der erwischt wird, sozusagen dann so zu bestrafen, dass ihm das dann jahrelang nachhängt. Da hätte ich auch meine Probleme damit. Aber ich drehe es jetzt um und ich sage das vor allem auch immer im Hinblick auf Alkohol. Wenn man sich heute bekifft oder betrunken ins Auto setzt und erwischt wird, dann bekommt man eine Strafe, möglicherweise auch einen Führerscheinentzug und, und. Niemand macht sich darüber Gedanken, was aber passiert, wenn ich genau in diesem Zustand jemanden zusammenführe und der dann zum Beispiel tot ist. Was das für einen selbst bedeuten muss, das ist für mich unvorstellbar, dass ich sage, nur weil ich einmal so deppert war und mit besoffen oder bekifft ins Auto sitze, habe ich jemanden umgebracht. Und was das für einen selbst in weiterer Linie auch bedeutet, weil dann schlägt natürlich der Gesetzgeber gewaltig zu. Das heißt, dessen sind sich die meisten Menschen nicht bewusst. Dann verlierst du deinen Job, dann sitzt du einmal, dann verlierst du deinen Job und dann verändert sich dein Leben ganz, ganz gewaltig. Und daher noch einmal bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir gar nicht genug machen können im Sinne von Bewusstseinsbildung, im Sinne von Eigenverantwortung stärken und die persönlichen Stärken eines einzelnen Menschen besonders eben zu unterstützen.
Von der Prävention sozusagen kommen wir jetzt wirklich zur Medizin. Und zwar, Herr Dr. Jatzi, was halten Sie generell von der Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke, die ja bereits auch angesprochen worden ist vom Herrn Danne? Das sind komplexe Fragen. Also medizinisch ist Cannabis schon legal. Die Frage ist, was für Form von Cannabis wir sprechen. Nehmen wir in Österreich. In Österreich gibt es, also ich versuche es mal zu vereinfachen. In der Cannabispflanze gibt es ganz, ganz viele verschiedene Substanzen. Die beiden am bekanntesten ist THC, das ist sozusagen das Verbotene, die Droge, und das Cannabidiol, das keine Droge ist und auch legal ist. So, wenn man beim Cannabidiol, das ist in Österreich völlig legal, das können Sie in jedem Hanfshop kaufen, es macht nicht high, es beeinträchtigt nicht das Fahrfähigkeit und so weiter, ist illegal. Das können Sie sowieso kaufen. Und das gibt es auch medizinisch. Also es gibt bestimmte Erkrankungen, wo schon bewiesen ist, dass Cannabidiol allerdings in sehr hohen Dosierungen tatsächlich hilft. Und dafür ist Cannabis auch zugelassen. Und es wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Erkrankungen geben, wofür Cannabidiol, also dieser eine Wirkstoff, zugelassen sein wird. Allerdings, die schlechte Nachricht ist, die Dosis, in der ich es in den meisten Hanfshops kaufen kann, da bringt es überhaupt nichts. Das ist Placebo. Also Leute, die sagen, ich nehme Cannabidiol im Tee oder irgendwie zu mir und dann bin ich entspannter oder ich schlafe besser, das ist Placebo, weil die Dosis, die wirkt, ist am Tag mehrere hundert Milligramm Cannabidiol und das erreichen sie mit den normalen Präparaten eigentlich nicht. Außer sie trinken jeden Tag 2 Liter Öl oder Cannabidiolöl, dann geht's. Ja? Also das heißt, und dann bleiben wir jetzt beim THC, das ist sozusagen die Droge, die eigentlich verboten ist. Die ist medizinisch überhaupt nicht verboten. Ich kann jetzt schon als Arzt, jeder Arzt in Österreich kann THC in Form von verschiedenen Präparaten verschreiben. Genau genommen gibt es 3 Präparate, die in Österreich auch legal sind. Und die gibt es in flüssig, in Tablettenform, also genau genommen in Kapselform und so weiter. Und da gibt es bestimmte Erkrankungen, für die ich das verschreiben kann. Ich sage ein Beispiel, wenn jemand jetzt Krebs hat und aufgrund von Krebs eine Chemotherapie bekommt, dann entwickeln viele Menschen eine massive Übelkeit auf die Chemotherapie. Da gibt es viele Medikamente, die gegen Übelkeit helfen, aber wenn die alle nicht helfen, dann können wir Mediziner THC verschreiben, also auch die Droge verschreiben, auch im Krankenhaus oder auf Rezept. Das ist also schon legal. Meistens meint man ja damit allerdings Marihuana. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich will Cannabis medizinisch legalisieren, meint man nicht THC, die Substanz, weil die ist schon legal, die kann ich schon verschreiben, sondern meint damit Marihuana, wie in Deutschland. In Deutschland ist seit 2 Jahren Marihuana auf Rezept möglich. Marihuana ist sozusagen die getrocknete Pflanze, also die Blüte der Pflanze, wenn ich die trockne, ist es Marihuana. Das ist medizinisch Humbug. Warum? Die moderne Medizin lebt ja davon, dass ich genau entscheide, wie viel Milligramm für wie viel Körpergewicht ich von einer Substanz geben will. Oder? Wenn ich jetzt Lungenentzündung habe, sagt der Hausarzt ja nicht zu mir, da ist das Antibiotikum, nimm davon so viel du willst, so oft du willst. Ja, hoffentlich wird es. Sondern der Hausarzt rechnet sich aus, wie viel Gewicht, Körpergewicht habe ich und wie viel Milligramm Penicillin brauche ich für diese Lungenentzündung. Und genau das kann ich mit Marihuana ja nicht machen. Also das heißt, mit der getrockneten Blüte kann ich als Mediziner nicht entscheiden, wie viel Milligramm von dem Zeug nimmst du zu dir. Ich weiß ja nicht einmal, wie viel drinnen ist im Kraut. Und wenn ich sogar wüsste, das kann man austesten, weiß ich ja nicht, wie viel dieser Mensch beim Inhalieren zum Beispiel, wenn er es jetzt raucht, in den Körper aufnimmt. Oder wenn er es jetzt irgendwie zu sich nimmt, also isst, kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie viel davon landet im Körper. Das heißt, das ist keine moderne Medizin oder der Medizin heißt, ich entscheide, wie viel Milligramm ich dem gebe. Jetzt kann man sagen, wir wollen keine moderne Medizin, das ist in Ordnung. Es gibt ja auch andere Heilansätze, aber als Mediziner kann ich ja nur sagen, ich verschreibe Medikamente sehr gezielt und das kann ich mit Marihuana nicht, ja, weil ich nicht abschätzen kann, wie viel davon im Körper landet. Also ich kann nicht sagen, kaufen Sie bitte 3 Gramm Marihuana am Tag bei der Apotheke, machen Sie draus 4 Joints, jedes davon ziehen Sie 7 Mal an, halten 3 Sekunden die Luft an, das ist alles unmöglich. Ja. Es ist einfach, wenn man sich auch die Länder anschaut, wo das passiert ist, wo medizinisch Cannabis legalisiert wurde, also Marihuana legalisiert wurde, war das einfach der Druck der Bevölkerung auf die Politik. Das verstehe ich ja. Als Politiker muss ich ja entscheiden, höre ich auf die Mehrheit oder höre ich nicht auf die Mehrheit. Und wenn natürlich die Mehrheit der Meinung ist in einer Demokratie, wir wollen das haben, dann verstehe ich, dass Politiker sagen, dann machen wir das. Aber das zeigt auch schon, was es ist. Es ist eine politische Entscheidung, keine medizinische. Und ich bin ja kein Politiker, ich bin Mediziner. Deswegen habe ich auch keinerlei Meinung darüber, ob Cannabis grundsätzlich legalisiert werden soll oder nicht. Und gerade diese medizinische Nutzung bzw. die erweiterte medizinische Nutzung wird ja gerade in der öffentlichen Diskussion auch geführt. Da gibt es zahlreiche Initiativen, die sich auch dafür stark machen. Spannend ist jetzt die Frage, wie steht das Publikum auch dazu, zu dieser erweiterten medizinischen Nutzung? Und dazu gibt es wieder eine Frage. Obwohl ich dazu noch gerne was... Bitte, gerne währenddessen, ja.
Nur ganz kurz. Es ist natürlich richtig, dass hier noch viel Schwung getrieben wird, gerade im CBD-Bereich, dass da hohe Preise für wenig Inhalt oft angeboten werden. Was ich allerdings, wo ich widersprechen muss, ist, also wir arbeiten selber mit Hunderten von Patienten zusammen, die sich alle der normalen Medizin, also von der normalen Medizin getrennt haben, weil sie sagen, wir haben das alles versucht, wir können ja jetzt von Depressionen sprechen, über Hunderte von Symptom, Migräneanfälle und so weiter. Und wir haben absolut die Erfahrung, dass man das nicht pauschalisieren kann. Es gibt Fälle, da helfen wirklich ein 5%iges CBD-Öl gegen Migräneanfälle. Und die verschwinden. Ja? Und dann wäre es für mich eine gefährliche Aussage zu sagen, das hilft dir überhaupt nicht, diese Geringe. Okay, das wollte ich nur nochmal so klarstellen. Das nächste ist, Cannabis, medizinisches Cannabis heißt für mich, ich würde keinem empfehlen, bitte kiff dir ein, damit du deine Krankheit in den Griff kriegst. Ja, um Gottes Willen, Rauchen ist immer gesundheitsschädlich. Punkt. Wenn überhaupt, sollten wir mal von Vaporisieren sprechen, von Inhalieren, von Zäpfchen, von Extraktion, von öligen Sachen. Natürlich möchte die Pharmaindustrie das alles in Pillen haben, um das einmal patentieren zu können und zweimal natürlich sagen zu können, nehme ich morgens eine, nehme ich mittags eine. Fakt ist aber, es würde kein Arzt würde irgendeinen Konsumenten mit einem Kilo Gras nach Hause schicken und sagen, raucht ihr morgens ein, mittags ein und abends ein. Wir werden aber mit Opiaten und so weiter, werden wir nach Hause geschickt und könnten uns damit töten. Das überwacht keiner. Da werden Leute, jeder sagt, wir müssen die Leute vor Drogen schützen, wir müssen das verbieten, aber ihr geht denen ja mit nach Hause, die können sich mit diesen Medikamenten, die für mich Drogen sind, töten. Weil damit werden viele Leute getötet, mit Opiaten und so weiter, bis sie nichts mehr merken. Lungenkrebspatienten kriegen so lange Opiate, bis sie daran sterben. Wir sehen da jetzt die Ergebnisse eigentlich sehr klar für die Nutzung im medizinischen Bereich. Von diesem Thema möchte ich jetzt ganz kurz nur überleiten, wieder auf einen medizinischen Aspekt, nämlich die Wirkung, die Konsequenzen von Cannabiskonsum. Ganz im Generellen, mit was hat man da zu rechnen, psychisch einerseits, aber auch physisch, körperlich, was sind die Konsequenzen, was passiert im Körper? Also jetzt gehen wir nochmal auf die Wirkstoffe. Beim Cannabidiol, das ist relativ harmlos, das rennt meistens nach dem Motto, hilft es, dann schrotz nicht. Und übrigens habe ich nicht gesagt, dass es nicht wirkt, ich habe gesagt, es ist Placebo. Placebo wirkt auch. Und wir wissen zum Beispiel, dass bei Schmerzmitteln, wenn wir Patienten statt Schmerzmittel Placebo geben und ihnen sagen, es ist ein Schmerzmittel, dann verschwinden ihre Zahnschmerzen zu 50%. Ja. So absolut funktioniert. Genau. Also, jetzt reden wir quasi vom THC, also das ist quasi die Substanz, die tatsächlich auch bei vielen Menschen auch negative Folgen haben kann. Und da hängt es jetzt sehr darauf an, davon ab, wie viel konsumiere ich. Konsumiere ich selten Cannabis, also kiffe ich sozusagen selten und bin ich vielleicht auch ein bisschen robuster von meiner biologischen Ausstattung, also genetisch gesehen, dann passiert gar nichts. Ja? Vielleicht spüre ich was, vielleicht spüre ich nichts, vielleicht werde ich high, vielleicht auch nicht, vielleicht werde ich müde, vielleicht auch nicht, vielleicht kriege ich Hunger, vielleicht auch nicht, wie auch immer, das ist ja unterschiedlich. Tatsache ist, und deswegen ist THC eine Droge, ich brauche nur genug nehmen, kann ich jeden Menschen damit krank machen. Wenn wir zum Beispiel THC intravenös verabreichen, kann ich jeden Menschen damit psychotisch machen. Das ist überhaupt keine Frage, es ist nur eine Frage der Dosierung. Und dann gibt es auch noch ein paar Prozent der Menschen, die haben einfach das Pech sozusagen, wahrscheinlich auch genetisch, dass sie sehr sensibel auf THC reagieren. Das heißt, es gibt ein paar Prozent der Menschen, die tatsächlich durchs Kiffen sich sehr gefährden können, die chronisch psychotisch werden können. Mit chronisch psychotisch meine ich, dass sie auch dann noch psychotisch sind, wenn sie nicht mehr kiffen. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich süchtig werden können nach Cannabis, aber das trifft eben nicht jeden. Das heißt, es ist ein bisschen ein Lottospiel, wer ist sensibel drauf und wer ist nicht sensibel drauf. Also die beiden größten Gefahren, die ich sehe, ist eben die Psychose, das heißt, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, und die Abhängigkeitserkrankung. Aber ich sage dazu, viele Menschen kiffen viele, viele, viele Jahre, ohne diese Probleme zu haben. Die nächste Frage geht an dich, lieber Wolfgang. Gerade unsere Mitbewerber als politische Jugendorganisationen werben teilweise mit unterschiedlichsten Kampagnen für die Legalisierung von Cannabis, speziell die grüne Jugend, aber auch die sozialistische Jugend immer wieder. Ich glaube, das war in deiner Zeit als JVP-Landesobmann auch schon so.
Und es wird immer behauptet, dass mit illegalen Drogen ein Umsatz von bis zu 600 Milliarden Euro weltweit gemacht wird. Jetzt lautet oft der Vorschlag, der gerade bei Schuldiskussionen auch immer wieder kommt, dass man mit diesen 600 Milliarden Euro, das könnte man doch versteuern, man könnte das Ganze dann wieder in die Prävention stecken. Das wäre ja ein Geschäftsmodell, sage ich jetzt einmal, auch für den Staat, das man andenken könnte. Würde das nicht für eine Lockerung des Gesetzes sprechen und für eine Legalisierung, weil man das wie bei Zigaretten auch stark besteuern könnte? Ja, da schwingt fast der gewisse Zynismus mit. Also ich finde, dass der Staat an der Nichtgesundheit des Bürgers noch zusätzlich mitverdienen sollte, das wäre für mich absolut pervers. Zum Zweiten, weil du die Sprüche der Grünen angesprochen hast, einer davon lautet, lieber bekifft ficken als besoffen zu fahren. Ich meine, ist rein vom Marketing her eh ganz nett. Ich persönlich würde mir einfach aber denken, wenn ich erst kiffen muss, um mit jemandem in die Kiste zu steigen, dann liegt es entweder an mir oder am Partner der Partnerin. Daher finde ich es, also wenn man es einmal durchdenkt, wieder nicht mehr so ganz geschmackig. Also grundsätzlich, dass der Schwarzmarkt ein ungeheures Milliardengeschäft weltweit ist, ist überhaupt keine Frage, das stimmt. Aber dass ich jetzt sage, um den Schwarzmarkt einzudämmen, schaue ich, dass ich als Staat zusätzlich Steuern einnehme, das wäre für mich zutiefst unmoralisch. Und wir als ÖVP stehen ja für keine neuen Steuern. Immer wieder. Abgesehen davon, ja. Passt das nicht zusammen. Herr Danne, wenn man den Alkohol mit seinen vielen Problemen schon nicht in den Griff bekommt, als Suchtmittel Nummer 1 in Österreich, Alkohol am Steuer ist angesprochen worden, es zerstört Familien und berufliche Existenzen. Warum sollte man dann überhaupt Cannabis legalisieren als zusätzliche Droge, wenn man mit Alkohol schon so zu kämpfen hat? Ich müsste die Frage eigentlich anders oder zurückstellen und sagen, wieso gibt es noch McDonald's? Wieso? Ja, es gibt Leute, die fressen sich tot. Ich lese da so Sachen wie, sollten Leute mehr Versicherungen zahlen, wenn man Drogen nimmt? Ja, sollten Leute mehr Versicherungen zahlen, wenn man zu viel isst? Sorry, Sie müssen die Frage noch kurz wiederholen. Jetzt haben Sie mit den Publikumsfragen so abgelenkt, wenn man den Alkohol mit seinen Problemen nicht in den Begriff bekommt, als Suchtmittel Nummer 1 in Österreich, warum sollte man dann überhaupt andenken, ein weiteres Suchtmittel legal zu machen in Österreich? Weil es einfach nur Sinn macht, es zu legalisieren, weil Verbote einfach absolut keinen Sinn machen, wie wir einfach in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Wenn mir einer jetzt hier irgendwie sagen kann, unsere Verbote haben irgendeine Verbesserung erzielt, es gibt weniger Psychosen oder wie auch immer. Ich habe heute noch gelesen, dass 23% unserer Jugendlichen an Psychosen leiden und das ohne Drogen. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wir in einem anderen Zeitalter leben, wo wir umdenken müssen, wo wir vielleicht uns an ein jüngeres Denken mal gewöhnen müssen. Ich glaube, es wird Zeit, dass jüngere Leute vielleicht in die Politik kommen, die das besser entscheiden können. Herr Dr. Jatz, Sie möchten dazu was sagen? Muss ich ein bisschen widersprechen. Also, jetzt unabhängig davon, ob jetzt Cannabis legalisiert wird oder nicht, weil das ist mir persönlich völlig wurscht. Ich bin Mediziner, bin kein Politiker. Das ist keine medizinische Entscheidung, sondern eine politische. Ganz unabhängig davon. Leider, und das ist die schlechte Nachricht, leider ist es so, dass Menschen tatsächlich Dinge mehr konsumieren, wenn sie legal sind und weniger, wenn sie illegal sind. Das heißt, leider ist es so, dass offensichtlich diese Androhung der Strafe zwar einerseits natürlich einen Reiz ausübt, es gibt auch Menschen, die konsumieren etwas, weil es verboten ist, das verstehe ich schon, aber insgesamt, wenn Sie die gesamte Bevölkerung anschauen, werden Substanzen, die illegal sind, weniger konsumiert, als Substanzen, die legal sind. Und die Verfügbarkeit von legalen Substanzen ist auch mehr, weil Firmen damit ganz legal Gewinn machen können. Und diese Firmen, auch wenn es Werbeverbote gibt, finden schon Wege, eine Substanz als cool darzustellen oder auch unter Jugendlichen zu verbreiten. Das ist ein Beispiel aus dem Land, wo ich geboren bin. Ich bin in Iran geboren, ich bin Iraner. Aber ich habe ein Visum, ich schwöre es ja. Das ist wie eine Abschaum, ja. Du musst extra Lehrer anfangen, das ist eine Abschaum. Also in Iran ist es so, da ist Alkohol ganz, ganz streng verboten. Die Gründe sind jetzt egal, es sind religiöse Gründe, das heiße ich nicht gut, aber Alkohol ist ganz, ganz streng verboten. Wenn man mit Alkohol erwischt wird, wird man in Iran ausgepeitscht.
Und das ist nicht angenehm. Jetzt bin ich überhaupt nicht fürs Auspeitschen. Also ich bin da, es ist kein demokratisches Land. Da muss man ganz offen sagen, Iran ist kein demokratisches Land. Es ist nur eine Scheindemokratie, die Wahl. Es ist kein demokratisches Land. Und ich bin nicht dafür, dass Menschen ausgepeitscht werden. Aber die Konsequenz ist, dass es in Iran fast keinen Alkoholkonsum gibt. Es gibt zwar einen gewissen Schwarzmarkt für Alkohol, aber sie haben so gut wie keine Alkoholkranke. Umgekehrt, Opiate, also wie Heroin und Opium, sind in Iran zwar auch verboten, aber nicht religiös verboten, sondern nur quasi nach den weltlichen Gesetzen verboten. Um die kümmert sich keiner, weil in Iran eh der bestechlich ist. Und außerdem liegt Iran direkt neben Afghanistan, wo ja 95% der Opiate weltweit produziert werden, also des Opiums. Und in Iran haben sie ungefähr 2 Millionen Menschen, die heroinsüchtig sind. 2 Millionen! Unfassbar! Warum? Heroin, wenn sie mit Heroin erwischt werden, dann lässt sich jeder Polizist gehen. Das ist völlig sinnlos. Es ist halt eine Normalität. Schlimmstenfalls geben sie dem Polizisten ein paar Scheinchen rüber und er lässt sie gehen. Ist kein Problem. Aber wenn sie mit Alkohol erwischt werden, dann ist nicht der Polizist zuständig für sie, sondern der religiöse Wächter. Da gibt es eine eigene Polizei, quasi, die nur religiöse quasi Untaten bestrafen und dann werden sie ausgepeitscht. Und jetzt bin ich nicht für das System, ich will es nicht propagieren, ich will dem Ihnen damit nur zeigen, dass Verbote leider sehr wohl eine Auswirkung darauf haben, wie viel eine Substanz konsumiert wird. Und in jedem Land, in Europa und in Amerika und Kanada, wo Cannabis legalisiert wurde, ist der Konsum von Cannabis massiv gestiegen. Übrigens auch die Anzahl der Psychosen. Jetzt können wir sagen, in Österreich sind 23% psychotisch, das stimmt medizinisch gesehen überhaupt nicht übrigens. Aber es gibt ein paar Prozent der Menschen, die tatsächlich an chronischen Psychosen leiden. Und wenn Sie Amerika anschauen, ist es noch spannender. Da gibt es Bundesstaaten, wo es komplett verboten ist, Bundesstaaten, wo Marihuana medizinisch legalisiert ist, also auf Rezept, und Bundesstaaten, wo es völlig legal ist, wo jeder Erwachsene frei kaufen kann, Cannabis, so viel er will. Und die Anzahl der Psychosen korreliert genau damit. Und jetzt zu dem Thema Jugendlichen noch ganz kurz. Mir ist völlig klar, dass kein Cannabis-Befürworter der Meinung ist, dass man Jugendlichen Cannabis geben soll. Das ist mir völlig klar. Sie haben auch gesprochen von Jugendschutz, das verstehe ich. Leider kann man die Jugendlichen nicht so leicht schützen. Die Jugendlichen tun meistens das, was Erwachsene tun. Wenn also die Erwachsenen mehr saufen, saufen die Jugendlichen mehr. Wenn Erwachsene mehr rauchen, rauchen die Jugendlichen mehr. Und wenn die Erwachsenen mehr Cannabis konsumieren sollten, weil es legal ist, dann werden auch die Jugendlichen mehr Cannabis konsumieren. Völlig wurscht, ob das für die Jugendlichen verboten ist oder nicht. Aber das sehen wir in jedem Bundesstaat Amerikas, wo Cannabis legalisiert wurde, steigt auch die Anzahl der Kiffer bei den unter 18-Jährigen. Und für die ist es wirklich gefährlich, weil beim Cannabis wissen wir, dass sogar wenn sie nur zweimal in der Woche kiffen, die Hirnentwicklung damit bei Jugendlichen komplett blockiert wird. THC hat eine lange Halbwertszeit, viel länger als Alkohol, bleibt also viele, viele Tage im Körper und blockiert tatsächlich die Gehirnentwicklung. Und das Gehirn entwickelt sich bis zum 25. Lebensjahr. Das heißt, wenn wir überhaupt von Legalisierung sprechen, sollten wir ab 25 Jahre Cannabis legalisieren, weil das Gehirn ist erst mit 25 erwachsen. Kann das Sinn machen? Ja, und auch da bin ich mir nicht immer hundertprozentig sicher. Aber das ist nur so nebenbei angemerkt. Ja, Herr Dr. Ärzte, was Sie jetzt gesagt haben, freut mich als Politiker, weil Sie jetzt als Mediziner trotzdem fast eine politische Aussage auch getroffen haben, nämlich, dass Sie eben sagen, wenn etwas legalisiert wird, wenn etwas erlaubt wird, wird grundsätzlich der Zugang noch ein Stück weit leichter und Sie haben das dann auch entsprechend ausgeführt. Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen, nämlich erstens einmal zu politischen Entscheidungen. Sie haben schon recht, dass ein Politiker sich grundsätzlich nach Mehrheiten richten wird, aber das sehe ich bis zu einem gewissen Grad auch eingeschränkt, weil ich als politische Verantwortung sehr wohl auch sehe, nach seinen eigenen Wertmaßstäben auch entsprechend zu handeln. Und ich würde mich als Politiker nicht so verbiegen, dass ich nur, weil eine Mehrheit jetzt etwas möchte, gegen meine eigenen Werte handeln würde. Das würde ich nicht machen, dann werde ich möglicherweise nicht mehr gewählt, aber ich kann mich im Nachhinein noch in den Spiegel schauen und das ist mir mein ganzes politisches Leben sehr, sehr wichtig gewesen, da würde ich mich nicht verbiegen lassen. Und zum Zweiten, wenn es heißt, Verbote bringen nichts, dann muss ich da, was Sie gesagt haben, Herr Danne, einfach absolut widersprechen. Ich glaube zum Beispiel beim Alkohol, wenn wir von Verboten reden, dass das sehr wohl sehr, sehr viel gebracht hat, nämlich Verbote in die Richtung, dass in den 60er und 70er Jahren Alkoholdelikte zum Beispiel eher noch Kavaliersdelikte waren und mehr oder weniger halt, ja, nicht dramatisch bestraft wurden.
Und wenn Sie sich, weil Sie von Zahlen reden, dann kann ich Ihnen mit Zahlen dann schon kontern. Wir haben in den 60er Jahren im Straßenverkehr in Österreich weit über 3000 Verkehrstote gehabt. Selbstverständlich sind die Autos besser geworden, sind Geschwindigkeitsbeschränkungen eingeführt worden, sind übrigens auch Verbote und sind vor allem auch die Grenzen beim Alkohol entsprechend. Achso, okay, aber gut, das ist jetzt der semantische Bedeutung. Und sind beim Alkohol auch entsprechende Regelungen eingeführt worden, die dazu geführt haben, dass wir jetzt nicht mehr 3000 Verkehrstote haben, obwohl sich der Verkehr vervielfacht hat, sondern glücklicherweise noch immer viel zu viel, aber um die 400 Verkehrstote haben. Und so gesehen ist doch das ein ganz deutliches Zeichen, dass Regelungen, dass Verbote sehr wohl sehr viel bringen können. Eine politische Nachfrage klären dich nur, Wolfgang, die vorher vom Publikum auch gekommen ist, ein gesundheitsschädlicher Lebensstil, soll der damit sozusagen kompensiert werden, dass man höhere Versicherungsbeiträge zahlt? Das ist eine politische Frage. Je mehr Alkohol man trinkt, wenn man raucht, dass man dann höhere Versicherungsbeiträge erzahlen soll, wenn man in eine Risikogruppe natürlich hineinfällt. Ja gut, so einfach, glaube ich, kann man die Frage dann nicht diskutieren, denn die Frage ist dann beim Rauchen, ob wie viele Zigaretten, ist es dann unter Umständen so, dass das relevant wird. Beim Alkohol in Wirklichkeit genau das Gleiche. Und jetzt weiten wir das aus. Beim Motorradfahren, wie ist das? Wie ist das bei Sportarten? Und da denke ich jetzt nicht in allererster Linie an Extremsportarten, sondern wenn jemand jeden Tag läuft und ich übertreibe es vielleicht, einmal in der Woche einen Marathon läuft, dann bin kein Mediziner, aber ich wäre mir aus medizinischer Sicht nicht sicher, ob das wirklich gesund ist und ob der dann nicht auch in eine Risikogruppe hineinfallen würde. Also wenn wir über solche Dinge reden, dann glaube ich, muss man das sich einmal sehr, sehr grundsätzlich anschauen. Die Frage wird aber sein, wo wäre dann die Möglichkeit, eine realistische und seriöse Grenze zu ziehen, um hier Maßnahmen zu setzen. Wenn man sich manchmal anschaut, dass Leute in Flipflops, weiß ich nicht, auf irgendeinen 3000er marschieren und sich dann retten lassen müssen, dann liegt es für mich auch manchmal nahe, dass ich sage, ja, eigentlich sollte der durchaus auch entsprechend belangt werden, weil sich wegen seiner Unachtsamkeit ja Leute von der Bergrettung in möglicherweise gefährliche Situationen begeben müssen, um ihn zu retten. Und daher bin ich durchaus offen, über solche Dinge zu reden. Herr Danne, ich glaube, Sie wollen kurz replizieren oder können wir auf die Publikumsfragen schon übergehen? Ich glaube, viele dieser Publikumsfragen richten sich vor allem an den medizinischen Aspekt. Vielleicht können wir noch mal alle einblenden, die ja schon waren in diese Richtung, was vor allem die Wirkstoffe auch betrifft. Ja. Herr Dr. Jatzi, ich darf Sie bitten, Sie sind der Experte in dem Bereich. Auf welche Frage soll ich genau eingehen? Alle am besten. Okay. Ganz kurz, Cannabis und synthetische Cannabinoide. Synthetische Cannabinoide sind also Cannabis-ähnliche, also THC-ähnliche Substanzen, die im Labor hergestellt werden. Die sind meistens weit, weit stärker wie die natürliche Substanz. Meistens im deutschsprachigen Raum sagt man Spice dazu. Und man Spice sagt man, meint man damit meistens synthetische Cannabinoide. 95% werden in China hergestellt, sind zwar dort auch verboten, aber dort wird es wirklich industriell hergestellt, wird dann übers Internet versandt in die ganze Welt. Das heißt, man kann relativ einfach sich synthetische Cannabinoide, die übrigens in Österreich auch verboten sind, kann man sich von China schicken lassen. Die meisten werden so dann als Badesalze angepriesen. Ja? Also ob man eine Substanz, wo 0,1 Gramm 16 Euro kostet, in die Badewanne rein tut, aber egal. Also das heißt, das ist, ja, und das ist sicherlich noch viel gefährlicher. Also die Rate an Suchtsüchten, an Erkrankungen ist bei künstlichen Cannabinoiden noch viel größer. Zumal wenn man irgendwas illegal über das Internet bestellt, weiß man nicht mehr, was wirklich drinnen ist. Also das ist sicherlich ein Problem. Die zweite Frage war so, wie gefährlich ist mäßiger Cannabiskonsum im Vergleich zu Alkohol? Also beides kann sehr problematisch sein für Menschen, Alkohol und Cannabis. Und weil beides sozusagen für manche Menschen ein Übel ist, sollte man das nicht vergleichen. Das ist wie wenn ich sage, will ich lieber Krebs oder AIDS? Da ist die Antwort, ich will keins davon. Ja, so. Aber wenn jetzt ich unbedingt antworten müsste, wenn ich quasi diese beiden Übel abwägen müsste,
dann geht es immer noch nicht, weil die Substanzen sind so unterschiedlich, dass sie unterschiedlich gefährlich sein können, übrigens nicht müssen. Ja? Es gibt auch viele Menschen, die gelegentlich ein Glas Wein trinken und ihr ganzes Leben das tun und überhaupt kein Problem damit haben. Dasselbe ist auch mit Cannabis. Es gibt Menschen, die gelegentlich kiffen und damit gar kein Problem haben. So, das heißt, bei beiden ist das Problem erstens der übermäßige Konsum. Und das Problem ist aber, dass man übermäßigen Konsum nicht definieren kann, weil das für jeden Menschen anders ist. Auch bei Alkohol. Manche Menschen reagieren extrem sensibel auf Alkohol und können nur ganz geringe Mengen nehmen, ohne dass es schädlich ist. Und andere können relativ viel trinken, ohne dass es schädlich ist für sie. Beim Cannabis ist es eben genauso. Es gibt Menschen, die schon nach ein- oder zweimaligem Cannabiskonsum wirklich, wirklich gravierende Probleme entwickeln und andere nicht. Insgesamt sind aber die Probleme sehr unterschiedlich. Alkohol ist ein Zellgift. Es tötet Hirnzellen und es tötet Leberzellen. Das heißt, brauchen nur genug trinken, dann irgendwann werden sie dement. Das ist nur Frage der Menge und der Dauer. Die häufigste Ursache für frühzeitige Demenz in Österreich ist Alkohol. Also bei unter 60-Jährigen, wenn die dement werden, ist fast immer der Alkohol schuld. Nie Alzheimer oder ganz selten Alzheimer. Dasselbe bei Leberzirrhose. Diabetes, die häufigste Ursache für Diabetes Typ 2 in Österreich ist der Alkohol. Ja? Nicht Übergewicht. Also wenn Alkohol auch bei Bauchspeicheldrüse abtötet und so weiter. So, das sind die Gefahren vom Alkohol und die Gefahren von Cannabis sind ganz andere. Das ist eben das Thema Psychosen, chronische Psychosen. Und das ist für manche Menschen nur ein Problem, nicht für alle, aber für diese Menschen, wo das ein Problem ist, für die ist das ganze Leben eigentlich dann mit dem Bauch untergangen. Also es ist ganz unterschiedlich, man kann es eigentlich nicht vergleichen. Und ganz kurz noch zum Thema Zucker, weil es auch immer wieder angesprochen wird, ist es die neue Volksdroge Zucker, vor der man sich auch nehmen Zucker. Zucker kann auch je nach Menge sehr gefährlich sein. Ich würde übrigens, weil Sie vorher das gesagt haben, was verstehen wir unter Drogen, bin ich bei Ihnen, ist ganz schwierig. Ich würde nur aus medizinischer Sicht unterscheiden, es gibt Substanzen, die natürlich sind und auch in unserem Körper in natürlicher Weise vorkommen, Zucker zum Beispiel. Auch wenn wir nicht Zucker zu uns nehmen, kommt trotzdem in unserem Körper Zucker vor, weil der Körper an sich Zucker produziert. Es ist also eine natürliche Substanz. Und ich würde medizinisch grundsätzlich einmal unterscheiden zwischen natürlichen Substanzen und nicht natürlichen Substanzen. Das Cannabis sage ich nur natürlich. Nein. Es gibt körpereigene Stoffe, die ähnlich sind, die sind aber tausendmal schwächer wie THC. Wir haben auch körpereigene Opiate. Schwache Sorge. Wir haben auch körpereigene Opiate, wenn Sie wollen. Trotzdem will keiner sagen, Heroin ist eine natürliche Substanz. Also von dem, was ich zu mir nehme, gibt es Substanzen, die natürlich sind, wie Zucker und andere, die nicht natürlich sind. Als Drogen bezeichne ich nur die Substanzen, die Menschen nicht unbedingt in natürlicher Weise zu sich nehmen müssen. Und da gehört Zucker also nicht, also Zucker ist also keine Droge. Aber ja, Zucker kann viele, viele Probleme machen. Man könnte diskutieren, ob Zucker süchtig macht, weil es auch im Belohnungssystem was verursacht. Da ist wahrscheinlich die Antwort irgendwie ja. Also Zucker kann tatsächlich manche Menschen bei großen Mengen süchtig machen. Das sehen wir manchmal bei Kindern. Also es gibt tatsächlich 3-4-jährige Kinder, die derartig auf Zucker abfahren, wie wenn sie unter Druck stehen würden. Ja? Aber da ist auch nicht jedes Kind gleich. Ja? Da müssen also Eltern schauen, wie viel Zucker verträgt mein Kind, ohne dass es kurzfristig verrückt wird. Ich würde auch sagen, die Drogen. Bitte, Herr Dannen, und dann kommt eine Frage. Ich würde auch sagen, es ist. Also jeder, der mal versucht hat von euch, mal 2-3 Tage den Zucker wegzulassen, der weiß eigentlich, dass es eine Droge ist. Ich glaube auch nicht, dass es die Substanz macht, sondern ich sage mal, die Dosis macht das Gift und auch, wie ich, glaube ich, gestrickt bin. Das heißt, wenn ich mit ganz viel Liebe und gestärkt in mein Leben geschickt werde von meinen Eltern, dann habe ich, glaube ich, niemals den Wunsch, überhaupt irgendwelche Drogen zu nehmen. Wenn wir jetzt mal von Cannabis oder so reden. Ja? Das heißt, wir reden doch sowieso nur über die Leute, die sowieso ein Suchtpotenzial haben. Und ob diese Leute dann später arbeitssüchtig, eifersüchtig, tablettensüchtig, spielsüchtig, wie auch immer werden, das hat doch sowieso keiner von uns unter Kontrolle. Da müssen wir alles verbieten. Wolfgang hat, glaube ich, eine medizinische Nachfrage, beziehungsweise vielleicht eine Replik. Was mich auch noch interessieren würde, und ich glaube, das ist für alle interessant, wie schnell baut sich eigentlich Cannabis dann ab? Das heißt, die Überprüfungstechniken durch die Polizei sind ja in den letzten Jahren wesentlich besser geworden. Daher hat es da auch wesentlich mehr Anfallszahlen gegeben. Beim Alkohol wisst man, dass man in etwa 1 Promille in einer Stunde dann wieder abbaut. 0,1. Bin jetzt von mir ausgegangen. Und
Rahmen selbst ausrechnen kann, wenn man relativ viel getrunken hat, wann man möglicherweise wieder halbwegs tatüchtig ist. Wie ist es, wenn ich Cannabis zum Beispiel genommen habe, hängt es davon ab, wie viel ich zu mir genommen habe und wie ist da der Abbruch? Ja, bei Cannabis ist es leider viel komplizierter. Wir reden jetzt immer nur vom THC, weil das ist das, was das Fahren beeinträchtigt. Ja? Das THC ist extrem gut fettlöslich. Das heißt, wenn ich es zu mir nehme, egal in welcher Form, speichere ich es dort, wo ich Fettzellen habe. Und damit die Welt leider recht ungerecht. Das heißt, je mehr Fettzellen ich habe, desto länger bleibt bei mir das THC im Körper. Je dünner ich bin, desto kürzer bleibt es im Körper. Das ist einmal das erste Problem. Das heißt, ich bin sehr schlank, bei mir ist es sofort draußen, aber bei anderen nicht. Also, und das heißt also, und das ist dann nochmal doppelt kompliziert, weil was die Polizei oder auch Ärzte testen können, ist nur das THC im Blut, nicht das, was wir im Fettgewebe haben. So, und jetzt ist der Unterschied, kiffe ich einmal, habe ich ungefähr im Fett und im Blut dieselbe Verteilung. Das heißt, das, was ich im Blut habe, habe ich auch im Fett, und wenn das wirkt, dann noch ein paar Tage lässt das nach und dann habe ich nichts mehr davon im Körper. Wenn ich aber regelmäßig kiffe, mit regelmäßig meine ich schon alle paar Tage, das ist schon für Cannabis sehr regelmäßig, dann reichern meine Fettzellen THC an. Das heißt, ich kann im Blut momentan einmal weniger haben, weil ich gerade viel Wasser getrunken habe, und 3 Stunden später kommt wieder sozusagen das THC aus dem Fettgewebe ins Blut, dann habe ich wieder einen höheren Spiegel. So oder so, wenn ich es einfach mache, heißt es ja, es hängt davon ab, wie regelmäßig konsumiere ich Cannabis. Und wenn ich jetzt, sag mal, jeden zweiten, jeden dritten Tag Cannabis konsumiere, dann dauert es Wochen, bis meine THC-Werte im Blut so weit unten sind, dass ich von der Polizei quasi nicht beanstandet werden könnte. Wenn ich aber nur alle einmal im Monat kiffe, dann ist das Problem nicht so. Das heißt, es ist sehr kompliziert. Beim Alkohol haben wir das Problem nicht, weil Alkohol wird so schnell abgebaut, dass es so und reichert sich im Fettzelt auch nicht an, so dass ich sogar, wenn ich jeden zweiten Tag Alkohol trinke, ich ziemlich sicher dazwischen quasi alkoholfrei bin. Also beim Cannabis kann man es wirklich nicht sagen. Die einzige Möglichkeit wäre irgendwie, dass man selber einen Selbsttest irgendwie hat. Quasi so wie ein Alkomaten, aber für Cannabis. Ist leider beim Cannabis komplizierter, weil es durchs Ausblasen nicht getestet werden kann. Ja, das macht es einfach auch so schwierig, auch für die Polizei, aber auch für den Kunden selber, abzuschätzen, wann kann ich fahren und wann nicht. Ich kenne übrigens auch einen, der trinkt eine Flasche Whisky und dem sieht man das gar nicht an. Und der wiegt einfach viel und trinkt viel. Ich weiß, jetzt weiß ich, bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Jetzt noch eine Frage für Sie aus dem Publikum. Thema Lachgas ist da jetzt gefallen. Das in Deutschland und in den Niederlanden im Vormarsch ist. Es ist leicht zu kaufen. Wie stehen Sie zu dem Thema? Also, dass wir nicht nur über Cannabis diskutieren, sondern generell. Ich kenne mich jetzt mit Lachgas überhaupt nicht aus. Ich kann auch ohne Gas lachen. Ich möchte jetzt gerne nochmal zu der Führerscheintechnik kurz was sagen, weil ich glaube, es geht hier nicht darum, ob man THC im Blut feststellen kann. Also jeder von uns Konsumenten weiß, im Urin kann ich das bis zu 4 Wochen sogar oder länger feststellen, was ja eine Schweinerei ist, wenn ich zum Amtsarzt gebeten werde und ich dafür bestraft werde, weil ich vielleicht vor 4 Wochen mir einen Joint geraucht habe. Wo ist denn da noch? Ich meine, sorry, da nehmen Sie doch auch den Leuten den Führerschein ab, die sich vor 3 Tagen eingesoffen haben. Ja? Das hat doch, also meiner Meinung nach darf man hier überhaupt nicht nach einem THC-Wert gehen, sondern man müsste eigentlich nach einer Beeinträchtigung gehen. Ja? Und dafür gibt es einfach, wie Sie schon sagten, noch keine richtigen Apparate. Ja? In Amerika sind die schon ein bisschen weiter, beziehungsweise in Holland, da wird mit Speicheltesten gearbeitet. Ja? Und hier sind die Polizisten ja nicht mal in der Lage, CBD oder THC auseinanderzuhalten. Das heißt, wenn ich hier nur gerade einen CBD-Joint geraucht hätte, mich überhaupt nicht beeinträchtigt, dann werde ich zum Amtsarzt vorgeführt. Ich habe erst mal 4 bis 6 Wochen meinen Führerschein weg. Ich muss zu irgendwelchen Tests. Da werden Leute finanziell zur Kasse gebeten. Da werden teilweise sogar... Sie brauchen mich nicht zu berühren, weil ich kenne so viele Fälle. Ich könnte Ihnen jetzt hunderte von Fällen aufzählen. Wir brauchen über die letzte Kultiere zu reden. Dann wissen Sie, was da passiert ist. Ja, also das war schon, da habe ich mich 30, 40 Jahre zurückgesetzt gefühlt. Ja. Also da fühlte man sich verfolgt und als richtiger Verbrecher. Und das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht sein. Sie dürfen gleich antworten, Herr Dr. Jatz. Ich verbinde es gleich mit einer nächsten Frage, die Sie dann gleich mitbeantworten können, die an die gesamte Runde gerichtet ist. Wir haben jetzt viel über das Problem diskutiert. Die Frage der Prävention beschäftigt uns natürlich auch. Also nicht nur diese Schwarzmalerei, legal oder illegal, Prävention ist ohnehin ein Thema, gerade bei der Jugend.
Ich habe beim Jugendschutz was geändert, wie sieht das ideale Präventionsmodell aus? Ganz kurz, also so schlecht ist die österreichische Polizei nicht. Aber warum? Mittlerweile wird in Österreich auch zunehmend werden Speicheltests auch im Straßenverkehr von der Polizei eingesetzt. Die können sehr wohl unterscheiden zwischen THC und Cannabidiol. Wir haben mittlerweile auch Harnstreifentests in Österreich, die zwischen THC und Cannabidiol unterscheiden können. Aber Sie haben recht, früher war das tatsächlich problematisch bei den Tests. Das wird jetzt also besser. Da kann man jetzt unterscheiden. Das Zweite ist, ist sehr, glaube ich, zu viel verlangt, von jedem Polizisten zu verlangen, dass er die Fahrbeeinträchtigung auf der Straße um Mitternacht testen kann bei jedem Fahrer. Weil sie aus meiner Sicht einen Fahrsimulator bräuchten. Aber ich glaube, was Sinn macht, ist, dass man sich halt auf irgendeinen Grenzwert im Blut einigt und sagt, über diesen Grenzwert ist Fahren verboten, unter diesem Grenzwert ist es erlaubt. Das ist auch nicht hundertprozentig gerecht, aber das ist beim Alkohol auch nicht. Manche Menschen sind mit 0,5 Promille völlig beeinträchtigt und andere könnten wahrscheinlich auch 0,9 Promille haben und könnten noch ganz gut Auto fahren. Man hat sich einfach auf irgendeinen Wert geeinigt, weil es einfach praktikabel ist. Und da gibt es viele Länder auf der Welt mittlerweile, die einen Grenzwert eingeführt haben. Das ist in den meisten Ländern 2 Nanogramm pro Milliliter Blut. Jetzt kann man darüber diskutieren, aber das wäre so ein Grenzwert, der halbwegs vernünftig ist. Das Problem ist, diesen Grenzwert kann man aber mit Mundspeicheltests oder Harntests nicht messen, sondern da kriegen Sie nur einen Hinweis, ob eine weitere Untersuchung notwendig ist und dann müsste man Blut abnehmen und im Blut könnte man das dann exakt bestimmen. Vielleicht kommen irgendwann Geräte, die das dann genau bestimmen können. Das heißt, ich glaube, das Problem kann man nur beheben, indem man einen Grenzwert einfach festlegt, ja, und sagt, nach diesem Grenzwert gehen wir jetzt. Und den kann man von mir aus dann diskutieren, ob der gut oder schlecht ist. Ja. Ihre andere Frage war nochmal? Thema Prävention. Wie kann man die besser umsetzen? Prävention kann leider mit Werbung nie mithalten. Das heißt, das sehen wir auch, nehmen wir zum Beispiel Amerika, da war in Kalifornien ja eine lange Diskussion, zuerst war es ja nur medizinisch legal, Cannabis in Amerika, in Kalifornien, dann wurde es vor kurzem komplett legalisiert. Das heißt, in Kalifornien, wenn Sie erwachsen sind, können Sie legal Marihuana kaufen. Und da war auch die Idee, dass man einen Teil der Steuereinnahmen hernimmt und in Prävention steckt. Erstens passiert das übrigens nicht. Meine Erfahrung ist, wenn Politiker mal irgendwo Geld herbekommen über Steuern, haben sie so viele Löcher zu stopfen, ich verstehe es auch irgendwie, dass dann die Prävention doch zu kurz kommt, weil Prävention können Sie nicht messen. Sie können sagen, ich stecke 1 Milliarde Euro in Prävention, Sie können nicht direkt danach messen, ob es was gebracht hat oder nicht. Sie können es erst in 20 Jahren sagen oder in 10 Jahren sagen. Und das ist natürlich in der kurzlebigen Zeit heute irrelevant, ob ich heute Geld messe, dass ich in 20 Jahren dann sehe. Das heißt, meine Erfahrung oder die Welterfahrung ist, dass man dann bei weitem nicht so viel in Prävention steckt, wenn man daraus Steuereinnahmen hat, wie man sollte. Und leider ist es so, das sehen wir auch gut in Amerika, da gibt es viele, viele Firmen, die Marihuana verkaufen und vertreiben und viel Geld damit verdienen. Und die finden schon ihre Wege, Werbung zu machen, die Droge als cool zu verkaufen und so weiter. Und da kann die Prävention jetzt in Schulen oder über Polizei oder über Lehrer oder über, kann dann nie leider. Prävention erreicht Jugendliche meistens nicht. Das Einzige, was Jugendliche erreicht, ist Bildung. Das heißt, wir müssten das Schulsystem umstellen. Und darin sind wir Österreicher nicht unbedingt gut. Weil dann ist es so. Wir glauben ja immer noch, dass die Kinder in der Schule Latein lernen müssen und Altgriechisch. Ja? Und dann kommen sie raus und können nicht einmal irgendwie verstehen, nicht einmal einen Bankkreditvertrag. Ja? Also das ist für uns Bildung. Unter Bildung verstehen wir diese alte Bildung. Ja? Die Leute müssen Vektorrechnen können, damit sie maturieren. Aber keiner fragt, ob sie sich ausrechnen können, wie viel Zinsen sie vor der Bank bekommen oder wie sie sich anstecken mit Erkrankungen und so weiter oder wie sie ihre Steuererklärung machen. Das heißt, wir müssen das Schulsystem umstellen und sagen, die Schule an sich bietet im Lehrplan Prävention an für Drogen, für sexuelle Erkrankungen, für alles Mögliche, ja? für Extremismus und so weiter. Und das schauen wir an, ob das in Österreich so schnell passiert. Ja? Kurze Frage aus medizinischer Sicht. Sie haben vorher angesprochen, dass das menschliche Gehirn sich bis zum 25. Lebensjahr in Entwicklung befindet. Würde das nicht für eine Reformierung des Jugendschutzgesetzes sprechen? Wären Sie dafür strengere Richtlinien? Nein, schauen Sie. Nochmal, Gesetze sind eine politische Entscheidung, keine medizinische. Ich sehe Dinge aus medizinischer Sicht. Politisch habe ich das so ehrlich gesagt. Aber wenn Sie jemand fragt, wenn es eine Volksabstimmung gäbe? Tut mir wirklich schwer. Warum? Es hat ja auch sein Für und Wider. Ich verstehe es ja, wenn man die Einstellung hat zu sagen, Moment einmal, wir sind alle Menschen, die meisten können vernünftig denken, soll doch jeder für sich entscheiden, wie er leben will und was er konsumiert. Mit demselben Argument könnte ich auch morgen Kokain und Heroin legalisieren und sagen, warum? Die Leute sollen doch selber entscheiden, was sie konsumieren. Sie dürfen nicht Auto fahren unter Kokain-Einfluss von mir aus, aber sie sollen selber entscheiden. Das ist eine legitime Haltung. Auch die andere Haltung ist aber legitim, zu sagen, offensichtlich gibt es in der Bevölkerung viele Menschen, die für sich dann doch keine vernünftigen Entscheidungen treffen, wenn sie die Wahl haben.
oder? Frauen schauen, wie viele Menschen rauchen. Das sind keine dummen Menschen, die rauchen, aber sie rauchen. Sie treffen also für sich keine vernünftige Entscheidung diesbezüglich, ja? Obwohl sie gescheite Leute sind. Aber jetzt kann ich sagen, als Staat muss ich also da eingreifen, weil offensichtlich, wenn ich zu viele Dinge ermögliche, dann neigen die Menschen dazu, keine guten Entscheidungen zu treffen. Das heißt, beide Positionen haben ihre Rechtfertigung aus meiner Sicht. Es ist fast eine philosophische Entscheidung, ob ich den Menschen mehr Freiheit geben will oder ob ich sie mehr einschränken will. Ich sage ein anderes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit Haus gebaut. Da gibt es tatsächlich das Gesetze, die mir sagen, wie steil die Treppen in meinem Keller sein sollen. Jetzt kann ich sagen, wieso? Das geht doch niemandem was an. Das ist mein Haus, mein Keller. Darf ich doch bestimmen, wie steil da die Treppen sind. Und es regt sich auch kein Mensch drüber auf, aber der Staat entscheidet das. Der Staat sagt mir, wie steil meine Treppen sein sollen, weil der Staat sagt, wenn ich dir diese Entscheidung überlasse, triffst du eine falsche Entscheidung und brichst dir das Genick, weil du runterfällst. Also beschließe ich, wie steil deine Treppen sein dürfen, nämlich nicht sehr steil, damit du eben keine falsche Entscheidung triffst. Das heißt, es ist normal wiederum, auch in einer Demokratie, dass der Staat da und dort eingreift und sagt, da lasse ich dich jetzt nicht selber entscheiden. Aber als Mediziner kann ich echt nicht sagen, was da jetzt gescheit ist. Also ich kann mit beiden Positionen gut, ja, ich kann hier nur quasi sagen, was medizinisch Sinn macht und was nicht. Dankeschön. Herr Danitz, zurück zur Suchtmittelprävention. Was sehen Sie da als notwendige Maßnahmen? Ja, also ich glaube weiterhin, dass Verbote einfach nur ein Tabuthema schaffen, dass darüber einfach nicht geredet wird. Ich glaube, die wenigen oder viele können das hier wahrscheinlich bestätigen, dass ihre Eltern mit ihnen nicht über Drogen gesprochen haben. Also es wird oft zum Tabuthema. Und ich glaube, dass das nicht die wirkliche Lösung sein kann. Sicherlich wird auch nicht die richtige Lösung sein, zu sagen, oh, nimm's hier und alles ist frei. Aber ich glaube, unser Staat, der kümmert sich erst immer um uns, wenn es zu spät ist. Das heißt, wir haben Drogenberatungsstellen, wo dann die Eltern mit ihren drogensüchtigen Kindern hinkommen können. Und ich glaube, wieso greift der Staat da nicht schon eher ein? Wieso wird hier nicht noch mehr Prävention betrieben und gesagt, wir machen schon Auffangstuben. Hier können wir einfach schon neugierige Jugendliche aufnehmen, ihnen die Sache erklären und es nicht zum Tabuthema machen. Und ich glaube, nur das würde wirklich helfen. Ja. Wolfgang, Suchtmittelprävention, wie siehst du das? Also, ich sehe den Ansatzpunkt auch ganz, ganz stark in der Bildung, überhaupt keine Frage. Ich gebe Ihnen allerdings nicht ganz recht, dass da im österreichischen Schul- oder Bildungssystem gar nichts gemacht wird. Ich selber habe einige Bücher zu diesem Thema, nämlich Persönlichkeitsbildung in höheren Schulen, geschrieben. Und da beschäftigt man sich sehr wohl auch mit Fragen des Drogenkonsums bzw. der Prävention und in weiteren verschiedenen Bereichen, die sehr, sehr lebensnah angelegt sind. Aber ich gebe Ihnen recht, das gilt vor allem für berufsbildende Schulen, die sind dort im Lehrplan weiter. Im klassischen Gymnasium fehlt es da noch immer ganz gewaltig. Ich habe selber auch 6 Jahre Latein genossen und ich glaube, es hat mir aber auch nicht besonders geschadet. Grundsätzlich denke ich aber, dass die persönliche Bildung, die persönliche Weiterentwicklung im Bildungssystem einen größeren Stellenwert braucht und das ja für viele, viele andere Bereiche in unserem Gesellschaftssystem auch ganz, ganz relevant ist. Also mein Ansatzpunkt bezüglich Prävention liegt ganz eindeutig in der Bildung. Natürlich. Ich wollte nicht über die Schulen grundsätzlich schimpfen. Ich glaube, dass es erstens ein schwieriger Job ist, Lehrer oder Lehrerin zu sein. Ich möchte keiner sein. Ich weiß nicht, ob ich das gut machen könnte. Und viele sind unheimlich engagiert, viele Lehrerinnen und Lehrer. Ich wollte nicht generell über Schulen schimpfen, aber ich habe ein konkretes Beispiel, was ich Ihnen sagen will. Ich bin ja, abgesehen von meinem Hauptjob jetzt in der Landesnervenklinik, bin ich Obmann der Promente Oberösterreich. Die Promente Oberösterreich hat österreichweit das größte Institut für Suchtprävention. Es nennt sich auch Institut für Suchtprävention. Ist in Linz, ist Österreichweit das größte Institut. Wir haben seit 25 Jahren besucht dieses Institut Schulen, ja, wird von Lehrerinnen und Direktorinnen und so weiter eingeladen und diskutiert sowohl mit den Lehrerinnen als auch mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Sucht und Drogen. Ja? Und ich glaube, die machen das sehr gut. So, was ist vor kurzem passiert? Die Zentralmatura wurde in Österreich eingeführt, in den Gymnasien. Jetzt bin ich da kein Experte. Ich habe keine Ahnung, ob das vom Bildungssystem her gut oder schlecht ist. Keine Ahnung, will ich auch gar nicht beurteilen. Aber auf einmal wurde unser Institut nicht mehr eingeladen von den Schulen. Dann haben wir nachgefragt, aktiv bei der Schulbehörde in Oberösterreich und bei den Lehrern und bei den Direktoren. Die haben gesagt, ja, das Problem ist, durch die Zentralmatura haben wir weniger Zeit. Weil wir müssen unbedingt den Schulstoff durchbekommen. Das heißt, jeder Englisch, jeder Deutschlehrer, jeder Geographielehrer muss seinen Schulstoff durchbekommen, weil sonst
sonst bereitet er die Kinder nicht gut für die Zentralmatura vor und dann bleibt keine Zeit mehr für außertürliche Dinge. Das heißt also, das, wo früher vielleicht das Institut 3 Stunden oder 4 Stunden eingeladen wurde, für Inhalte für ein besseres Out of the Box. Das wollte ich jetzt, habe ich im Kopf gehabt, aber Sie haben recht, Schulen leisten gute Arbeit. Ja, jetzt gehen wir wieder Richtung Simon. Simon, die nächste Frage ans Publikum, bitte. Die nächste Frage wäre dann eben, die Legalisierung von Cannabis wäre, wie es ist, dazu steht es. Gerade jetzt noch den Input hier am Podium. Wie fällt da die politische Entscheidung aus? Vielleicht können wir auch gleich mal einen Überblick geben noch über offene Fragen, Simon, in der Zwischenzeit. Aber wir haben eine Zwischenfrage bekommen an Herrn Danne. Was sind Ihre Hauptargumente für eine Legalisierung? Ja, die Hauptargumente sind, dass in den Ländern, wo bereits legalisiert wurde, eindeutige Zahlen gibt. Natürlich jetzt, wenn wir zum Beispiel von Amsterdam oder von Holland ausgehen, da gibt es natürlich ganz viele Cannabis-Touristen und deshalb ist da natürlich in der Hinsicht auch die Zahl gestiegen. Allerdings ist in anderen Bereichen Kriminalität und auch im Straßenverkehr sind die Zahlen gesunken. Und auch da, wo das ein bisschen geöffnet wird, wird auch die Neugierde runtergeschraubt. Und das sind für mich eigentlich die wichtigsten Gründe, weil wir müssen einfach sehen, was ist bislang passiert, was haben wir schon alles versucht und was haben wir erreicht. Und ich denke mal, da kann jeder nachblättern, in den letzten 30 Jahren haben wir nichts erreicht. Und deshalb müssen wir was anderes tun. Und ich rede auch nicht von einer Legalisierung, ich rede von einer ordentlichen Regulierung mit verschiedenen Modellen. Aber in Ihrer Initiative Legal geht es nur um Cannabis oder auch um andere Substanzen? Da geht es in der Regel erstmal um die weiche Droge Cannabis, weil ich finde, Cannabis wird mittlerweile von vielen erwachsenen Menschen einfach auch medizinisch genutzt und sollte keinem verwehrt werden. Also jetzt Jugendschutz sollte betrieben werden, keine Frage. Aber wieso soll ich das erwachsenen Menschen verbieten, sich ohne Werbung in irgendeinem Club zu treffen und dort ihr Mittel oder ihr Konsummittel, ihr Lieblingsmittel verwenden zu dürfen. Sie schaden damit keinen, es gibt keine Opfer und das ist für mich auch kein Grund eines Verbotes oder einer Nichtlegalisierung in dem Fall. Andere Substanzen sehe ich teilweise ein bisschen kritisch. Ich denke generell, helfen nirgendwo Verbote. Man sollte, glaube ich, auch da die richtigen Wege finden, um richtig aufzuklären, frühzeitig aufzuklären, wo sind die Gefahren, wie kann man damit am besten umgehen, wo sind Leute, die ich ansprechen kann, wo kann ich mir Hilfe holen und so weiter. Also da sollten wir weniger Theoretiker am Start haben, sondern eher Praktiker. Ich höre, die meisten reden zwar immer viel auch über, oh, darf man sich da auch ins Auto setzen, haben aber eigentlich keinerlei Erfahrung, wie man sich da fühlt oder ob man das noch kann. Ja? Und deshalb sage ich, ihr dürft da eigentlich gar nicht mitreden, die sowas noch nicht genommen haben. Ich weiß, es hört sich immer hart an, aber das ist so mein Argument. Also ich bin auf jeden Fall für eine vernünftige Regulierung. Ich muss Ihnen da schon stark dagegen halten. Wenn wir da herinnen jetzt etliche anonyme Alkoholiker sitzen hätten und ich würde sagen, Sie sind das letzte Mal mit 1,5 Promille erwischt worden, haben Sie sich noch wohlgefühlt dabei, würden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist selbstverständlich. Ich habe das Fahrzeug vollkommen unter Kontrolle gehabt. Und das ist halt einmal so. Aber grundsätzlich sozusagen den Betroffenen zu fragen, ob das eh alles passt, das glaube ich, wäre schon etwas zu leicht gemacht. Soll ich vielleicht noch eins sagen, weil Sie gesagt haben, Prävention kann mit Werbung nicht mithalten, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber genau, dass der Schritt dann in die richtige Richtung geht, dass ich eben Werbung für bestimmte, auch jetzt legalisierte Drogen zurücknehme oder auch verbiete, und das hat sich ja auch bei den Rauchwaren sehr deutlich gezeigt, dass das Verbot von Werbung auch mit dazu beigetragen hat, dass der Zigarettenkonsum in Österreich noch immer erschreckend hoch ist, aber trotzdem auch rückläufig ist. Ja. Herr Dr. Jatzi, haben Sie noch eine Replik zu diesem Thema? Also wenn ich versuche zusammenzufassen für mich, ob ich für oder gegen Legalisierung bin, ist, denke ich, der Punkt der, dass beides Vor- und Nachteile hat. Also es gibt nicht den perfekten Weg. Ich glaube, am meisten bin ich ja gegen diese Polarisierung, dass es die einen gibt, die sagen, wir müssen Cannabis legalisieren, alles andere wäre dumm. Und die anderen sagen genau das Gegenteil, wir müssen Cannabis verboten halten, alles andere wäre dumm. Nein, nichts ist dumm.
beides hat Vor- und Nachteile, ist also eine Abwägungsfrage. So, wenn ich das ganz verkürze, würde ich sagen, der Vorteil, wenn wir Cannabis, also Marihuana, zum Freizeitkonsum legalisieren, ist, dass wir die Menschen damit entkriminalisieren, den Konsumenten. Weil es macht ja wirklich gar keinen Sinn, egal welche Droge man konsumiert, auch wenn man Heroin konsumiert, dass man jetzt als böse abgestempelt wird. Deswegen ist es niemand böse, weil er irgendeine Droge konsumiert. Also das heißt, der Vorteil wäre der Legalisierung, dass man diese Kriminalisierung wegbekommt. Das ist sicherlich der Fall. Und dass man, und das könnte eine philosophische Haltung sein, einfach den Menschen selber Verantwortung gibt und sagt, das ist deine Entscheidung, der Staat will dich jetzt nicht fesseln, sozusagen. Das ist der Vorteil. Und ja, man kann die Steuern einheben, der Staat kann Geld damit verdienen. Man könnte vielleicht eine gewisse Art von Qualitätskontrolle machen, dann sagen, es wird verkauft, aber nur unter bestimmten Bedingungen und so weiter. Der Nachteil der Legalisierung ist aber, dass definitiv mehr Menschen konsumieren werden. Unter diesen Menschen, die mehr konsumieren, wird es auch mehr Menschen geben, die Probleme damit entwickeln. Und überall dort, wo Cannabis legalisiert wurde, ist auch der Rate der Kiffer unter den Jugendlichen gestiegen. Obwohl es für Jugendliche nicht legal ist. Das heißt, auch wenn sie sagen, ich legalisiere erst ab 18 oder ab 25 oder egal wie, ja, steigt trotzdem auch die Rate der Konsumenten. Ja, wir haben aus Amerika genug Zahlen, das wäre kein Problem. Ein Beispiel, Colorado, ist die Aufnahmerate an Kinder- und Jugendpsychiatrien hat sich vervierfacht seit 2009, seit Cannabis legalisiert wurde. In anderen Bundesstaaten, wo es noch illegal ist in Amerika, aber nicht. So. Und noch ganz kurz ein Wort zur Werbung. Wir sind sehr alle einer Meinung, dass Werbung verboten gehört, aber überall dort, wo große Konzerne viel Geld mit etwas verdienen, finden sie schon Wege, Werbung zu machen. Das ist ein Beispiel. Ich muss sogar Werbung im Fernsehen machen für Cannabis. Ich kann einen Sportler oder einen Popstar Geld geben und sagen, beim nächsten Interview sagst du, dass du kiffst und es dir gut tut. So, dann wird der interviewt von irgendeiner Jugendzeitschrift, ja, und der Popstar sitzt da, sagt, ja, wenn ich kiffe, dann bin ich viel kreativer und kann und habe alle meine letzten Musikstücke geschrieben unter Cannabis-Einfluss, weil das mich so kreativ macht. Ja, so. Das können sich verbieten, weil das ist ja freie Meinungsäußerung, das darf er ja sagen, das ist keine Werbung. Aber was passiert, dass viele Jugendliche das Gefühl kriegen, ma, wenn ich kiffe, werde ich kreativer. Ja? Und das hat die Cannabis-Industrie ja toll umgesetzt. Mittlerweile dauern in Amerika wirklich viele junge Menschen, dass sie unter Cannabis-Einfluss kreativer sind. Ja? Also es ist ganz spannend, obwohl es Studien dazu gibt, psychologische Studien, die zeigen, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber das heißt, man findet Wege, Geld zu verdienen und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Aber es macht mir auch bei Tabak und Alkohol Angst, ehrlicherweise. Ja? Wie viele Seminare es gibt, dass Bier so gesund ist. Ja? Katastrophe, wirklich. Oder das Wunderachterl fürs Herz, ja, also schlicht gelogen, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und so mittlerweile sagen sogar viele Ärzte, wenn sie das selber in den Medien lesen und sagen, na, Achterl roten ist gesund fürs Herz. Es ist vielleicht nicht schädlich fürs Herz, aber gesund ist sicher nicht. Ich kenne es nur mit Glaserl Most. Ich darf zurückgehen, Simon. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, wir haben noch eine Frage bekommen, ich vermute auch an Herrn, Herrn Tanne. Wie sieht ein mögliches Modell der Regulierung aus, das Sie vorher beworben haben? Naja, für mich gibt es verschiedene Modelle. Das heißt, ich würde erstmal anfangen bei der ganz normalen Apotheke. Das heißt, hier werden Leute hingeschickt, die wirklich vom Arzt diagnostiziert sind und ihr Rezept haben. Und die können dann auch in der Apotheke, wo es kontrolliert ist und medizinisch überprüft ist, Cannabis gibt, in welcher Form auch immer. Ja, was einfach der Arzt für richtig hält. Das nächste wären für mich Dispensaries, nennt man die in Amerika. Das heißt, dort ist schon ein geschultes Personal. Dort kann man aber auch erst ab 21 Jahren rein. Und die können einen schon fast so aufklären wie in einer Apotheke. Das heißt, da kann ich schon reingehen und kann sagen, ich habe einfach Menstruationsbeschwerden oder öfter mal Migräne. Was für eine Sorte könnte ich da nehmen? Und die haben schon so viel Ahnung, dass man da halt beraten wird, mit was fängst du an, wie viel sollte man davon konsumieren? Oder was sollte man eher morgens, eher abends nehmen und so weiter. Der nächste wäre dann für mich Cannabis Social Clubs. Das sind halt Institutionen, die für erwachsene Menschen da sind, die zusammen sich zu einer Anbaugemeinschaft zusammentun, damit sie aus dem kriminellen Markt rauskommen und auch nicht mehr horrende Preise bezahlen müssen und eigene Qualitätssicherung machen können. Und ja, dann darüber hinaus gibt es dann wahrscheinlich noch sowas wie Einsteigerstuben, Beratungsstellen, die ich vorhin erwähnt habe, die dann halt wirklich für das jüngere Publikum ist, wo man halt eine vernünftige Aufklärung und so weiter betreiben könnte. Ja, wir kommen jetzt auch schon zur Abschlussrunde. Meine ganz generelle Abschlussfrage, was nehmen Sie sich aus dieser heutigen Diskussion mit? Man hat ja trotzdem auch immer andere Standpunkte erfahren. Und was sind aus Ihrer Sicht notwendige Maßnahmen, die man in Zukunft da umsetzen sollte aus politischer Sicht? Herr Dr. Jastik, bitte. Politische Sicht.
habe ich dazu keine Meinung. Aber wenn Sie Wünsche haben an die Politik. Nein, ich habe ganz viele Wünsche an die Politik. Ja. Ist ja auch ein Statement von mir. Also ich bin nicht hier sozusagen, um eine politische Meinung zu vertreten. Dafür sind die anderen da. Ich bin hier die medizinische Sicht zu sagen. Und ich möchte auch kategorisch unterscheiden zwischen der medizinischen Sicht und der politischen Sicht. Insofern habe ich dazu keine Meinung. Ich glaube, was notwendig ist, ist, dass wir von dieser Polarisierung in der Diskussion wegkommen. Und das ist ja auch in der Politik übrigens so. Sie können, ich übertreibe es ein bisschen, ja, Sie können wahrscheinlich kein FPÖ-Politiker sein und für die Legalisierung sein. Ja? Und Sie können umgekehrt wahrscheinlich nicht Mitglied der Grünen Partei sein und gegen Cannabis sein. Also da merkt man allein schon, wie polarisiert das ist. Ja? Da muss man quasi Farbe bekennen. Ja? Und das ist ja auch in einer anderen Diskussion so. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel anschauen, wenn ich irgendwo zitiert werde in einer Zeitung, wenn Sie sich darunter die Kommentare anschauen oder allein schon bei meinem Buch, die Cannabis-Stücke, wenn Sie da auf Amazon schauen, da gibt es 90% vernichtende Kommentare. Und die Kommentare sind so, na, jemand sollte überprüfen, ob das überhaupt wirklich ein Arzt ist und so weiter. Ja, aber das ist jetzt polarisiert, das ist, da kann einer sagen, ich habe das Buch gelesen und das stimmt nicht im Buch. Ja? Sondern die meisten sagen, da gibt es auch einen Kommentar auf Amazon, der sagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es ist alles gelogen, was drinsteht. Ja, also da sieht man, wie polarisiert. Heißt ja Lüge, das muss von dieser. Viele behaupten auch, dass ich dann bei den Kommentaren auf Amazon, dass ich Geld von der Pharmaindustrie bekomme. Ich warte dauernd darauf, dass jemand kommt von mir Geld gibt. Ja. Weil Iraner dürfen ja bestechlich sein, das ist Teil unserer Kultur. Aber leider zahlt man immer das dafür. Also das ist genug der Werbeentscheidung für Weihnachten. Von dieser Polarisierung müssten wir weg. Und da finde ich solche Diskussionen herrlich. Ja. Da sitzt man nebeneinander und geht auch nicht raus und schlagt sich nach einem Schädel ein oder so. Und wird auch nicht vom Publikum gelüncht. Ja. Das ist mir auch schon fast einmal passiert. Also das finde ich dann sehr positiv, dass man nebeneinander sitzen kann, unterschiedlicher Meinungen ist, Teilaspekte der anderen Meinungen aber trotzdem anerkennt, das finde ich sehr fein. Wir müssen von dieser Polarisierung weg, nur dann können wir vernünftig polarisieren und an der Politik würde ich es dann erkennen, wenn zum ersten Mal ein Grüner sagen würde, ich bin gegen die Legalisierung und das erste Mal ein FPÖler sagen würde, ich bin für die Legalisierung. Dann würde ich merken, auch die Politik ist von dieser Polarisierung weggekommen. Herr Danne, was nehmen Sie sich aus der heutigen Diskussion mit und was dann Ihre notwendigen Maßnahmen? Ich bin erst ein bisschen mit Angst hingekommen, weil ich gehört habe, es sitzt auch ein Polizist hier. Ich hoffe also nicht, dass ich morgen eine Hausdurchsuchung habe. Ja, im Grunde genommen war es ein sehr schönes Gespräch. Ich finde es auch immer sehr toll, andere Meinungen zu hören, vor allem kritisch. Ich war ja letztens in der Barbara Kali Show und da waren wir alles nur Befürworter. Das war ein bisschen langweilig. Also ich finde so Gespräche auch super. Ich finde, man muss sich einfach viel mehr austauschen. Ich glaube, meine politische Meinung wollt ihr nicht wirklich hören. Na bitte, für das sind wir da. Gut, also ich glaube, es wird viel zu viel Geld für unser politisches System verwendet. Ich glaube, wir sollten da eher in Richtung, ich weiß nicht, ob ihr dieses System kennt, wo es gar nicht so viele politische Parteien gibt, die mit Milliarden finanziert werden müssen, sondern einfach ein, wo war das? In Australien, glaube ich, haben die so ein System. Aber in Bezug auf Cannabis jetzt haben wir schon bei dem Thema. Also politische Maßnahmen. Ja, aber das ist so eher meine Vorstellung von Politik. Allerdings finde ich, zur jetzigen Zeit, in unserem jetzigen System, ist es einfach wohl unabdingbar und ohne Politik wird auch wohl keine Regulierung oder Legalisierung möglich sein. Leider ist halt so. Von daher muss ich mich auch immer wieder politisch betätigen, was ich eigentlich gar nicht so möchte als Patient. Dankeschön. Wolfgang, was nimmst du dir aus der Diskussion mit und wo siehst du notwendige Maßnahmen für die Zukunft? Ich bin ganz begeistert, dass wir offensichtlich in Österreich Milliardenförderungen als Parteien bekommen. Ich höre zum ersten Mal. Jetzt ernsthaft, ich sehe die Diskussion auch sehr positiv und ich denke, gerade das ist ja auch lebende Demokratie, dass man an einem Tisch sitzt und durchaus unterschiedliche Meinungen darlegen kann. Ich sehe es auch so, dass dieses wirklich total polarisierte Denken und ganz von unterschiedlichen Standpunkten herangehen, manches Mal dazu führt, dass überhaupt keine Ergebnisse dabei herauskommen. In der politischen Diskussion ist es allerdings auch manchmal notwendig, durchaus akzentuiert zu diskutieren, um Standpunkte darlegen zu können. Im Endeffekt ist es aber dann immer wichtig, dass man über das, was man gehört hat, wirklich auch nochmal reflektierend nachdenkt,
überlegt, was alles gesagt wurde. Und ich bin absolut der Meinung, dass niemand von uns die Weisheit mit dem Löffel im wahrsten Sinne des Wortes gefressen hat und dass sehr häufig ja die Wahrheit irgendwo wieder in der Mitte liegt. Das Dilemma in der Politik ist allerdings dann, dass wir letztlich dann ja auch Entscheidungen zu treffen haben und daher muss man dann auch zu einer Entscheidung stehen. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann hält es auch nicht für sehr gut, innerhalb kürzester Zeit sich wieder in eine ganz andere Richtung umzuschwenken, weil damit natürlich die Glaubwürdigkeit ganz allgemein in der Politik auch wesentlich darunter leiden würde. Das mache ich ganz sicherlich und Sie können ganz sicher auch sein, dass immer wieder auch in der Politik, und da rede ich jetzt für alle Parteien, durchaus das auch so gesehen wird und dass die manchmal in der Öffentlichkeit diskutierten, akzentuierten Meinungen in internen Zirkeln dann durchaus, sage ich unter Anführungszeichen, viel, viel vernünftiger und zielorientierter und lösungsorientierter diskutiert werden. Das führt übrigens auch dazu, dass es ja nicht umsonst so ist, dass Österreich nach wie vor eines der reichsten und eines jener Länder ist, in dem wir am allerbesten auf der ganzen Welt leben können. Und ich sage dann schon mit vollem Selbstbewusstsein dazu, das ist nicht wegen dieser Politik, sondern man könnte ja auch sagen, trotz dieser Politik. Aber ich meine das natürlich ganz anders. Und zum Letzten, was ich mir auf alle Fälle auch mitnehme, ist die Tatsache, dass im Bildungssystem und vor allem auch in der Persönlichkeitsbildung ganz, ganz wesentliche Schritte weiterzusetzen sind, damit wir eben in der Prävention, in der Bewusstseinsbildung, vor allem aber eben auch in der Persönlichkeitsbildung junge Menschen so begleiten können, dass sie viel, viel stärker befähigt werden, für sich selbst verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen dreien bedanken für die Diskussion heute, dass Sie sich Zeit genommen haben. Passend zur Weihnachtszeit darf ich mich bedanken mit einer Linzer Torte, die ich Ihnen nachher dann übergibt. Ich glaube, über die Feiertage findet die bestimmt Verwendung. Ist die ohne Zucker. Genau, das war der nächste Punkt gewesen, aber wir haben sie doch der Flaschen Wein, ist auch komisch. Und ich dachte, die gibt es Hackstorte.